Guten Abend. Frohe und gesegnete Weihnachten. Ich möchte gerne unserem Nächsten, der neben uns sitzt, einmal die Hand geben und ihm frohe Weihnachten wünschen. Endlich ist Weihnachten da. Ich möchte gerne, die Botschaft trägt den Titel Das Baby in der Krippe, und ich möchte gerne vor der Botschaft mit euch gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du deinen Sohn in eine Krippe auf diese Welt gesandt hast und du durch das Krippenwerk mächtig wirkst. Danke, dass wir zu dieser Weihnacht 2019 große Freude über Jesus haben dürfen, der unser Heiland Christus und Herr ist. Bitte hilf uns, die Ehre bei dir tief zu begreifen und wahren Frieden in unserem Herzen zu empfangen. Segne unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere nächste Generation durch diese Botschaft. In Jesu Namen. Amen. Der Text ist Lukas 1 bis Kapitel 2, Verse 1 bis 14, und der Leitvers ist der Vers 7. Lasst uns den Leitvers einmal gemeinsam lesen. Bitte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Frohe Weihnachten! Dank sei Gott, dass er vor über 2000 Jahren seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Dank sei Gott, dass Jesus in eine Krippe kam, um uns demütig zu dienen, dem er unseren Stolz überwand, damit wir ihn als unseren Heiland annehmen dürfen. Und Gott uns helfen, in dieser Weihnachtszeit 2019 den richtigen Blickwinkel auf Weihnachten zu haben und statt Weihnachten in vielen Aktivitäten zu feiern, was immer die Gefahr ist, Weihnachten mit wahrer Freude, wahren Frieden in unseren Herzen zu feiern. Teil 1, das Baby in der Krippe. 1 bis 7. Schauen wir uns den Vers 1 an. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. In Rom saß der Kaiser auf dem Thron, der das ganze Weltreich befehligte. Weil dieser die Steuereinnahmen erhöhen wollte, damit die Römer noch reicher als sie ohnehin schon waren wurden, ließ er alle Menschen in seinem Reich zählen. Der Verfasser Lukas dieses Evangeliums lenkt aber nun unseren Blick auf zwei arme Leute, auf Maria und Josef. Weil Josef vom Stamm Davids war, musste er sich mit seiner Familie in das ca. 160 Kilometer entfernte Bethlehem aufmachen. Das ist fast doppelt so weit, wie nach Rehe zu unserem übermorgigen Konzert zu Fuß zu laufen. Doch der Kaiser kannte keine Gnade für eine hochschwangere Frau, sodass beide diese Reise wahrscheinlich sogar noch ohne Esel zu Fuß machen mussten, weil sie arm waren. In Bethlehem angekommen, setzten dann bei Maria die Wehen ein. Aber sie fanden trotzdem keine Herberge. So musste Maria in einem dreckigen Tierstall entbinden, wo es vom Kot der Tiere stank und es sehr unhygienisch war. Wart ihr schon mal in einem Tierstall? Dann wollte ich mal einen Tierstall besuchen, wie es dort riecht. Vers 7 sagt, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Rinder und Esel dort waren die einzigen freundlichen Lebewesen, die das Baby Jesu fröhlich begrüßten und ihre Futterkrippe gerne für Jesus zur Verfügung stellten. Jesus kam so elend und klein in diese Welt. Viele Menschen wollen gerne groß sein.
Auf die eine oder andere Weise wollen sie ihren Nächsten imponieren. Beispielsweise durch ihr überragendes Wissen in irgendeinem Gebiet. Durch ihr Geld. Oder, wenn sie das nicht haben, einfach durch ihre Coolness. Oder irgendetwas anderes. Niemand möchte in dieser Welt ein Loser sein. Aber weil in der Krippe das Leben Gottes ist, setzt sich nicht menschliche Größe, sondern das Krippenwerk durch. Der Kaiser in Rom, der noch so mächtig war und die ganze Welt wie einen Superman beherrschte, ist heute längst gestorben und vielleicht in irgendeinem verstaubten Geschichtsbuch verzeichnet. Aber die Krippe Jesu von damals hat die Welt erobert und ist bis heute hier. An der Krippe richtet sich sogar die Zeitrechnung aus. Jesus, der demütig zu uns Menschen kam, hat unzählige Menschen in den letzten 2000 Jahren und auch davor zu seinem Reich geführt. Deshalb befindet sich derjenige, der einem Krippenwerk dient, in dem Hauptstrom der Geschichte Gottes. Habt ihr schon einmal einem Krippenwerk gedient? Einem Krippenwerk zu dienen ist unscheinbar und sieht manchmal vergeblich aus. Es sieht unscheinbar aus, dass sich eure Eltern, liebe Kinder, für das Werk Gottes so einsetzen und dabei nicht an sich selbst und an ihre Familien denken, sondern immer zuerst an die Hoffnungsträger. Was kann ein Bibelstudium mit ein paar Studenten am Campus überhaupt schon bewirken? Sollen wir unsere Zeit und Material nicht lieber für uns selbst einsetzen, um zu entspannen und mit unserem Geld vielleicht schöne Sachen oder technische Geräte zu kaufen? Es sieht unscheinbar aus, wenn sich einige von euch in der Pause treffen, um gemeinsam Gebetsgemeinschaft zu haben und für ihre Schule zu beten. In der Welt wird Gott von den Menschen häufig verlacht. Seine Diener werden als komisch angesehen. Aber wir sollen wissen, dass wir in Gottes Augen immer Sieger sind. Auch diejenigen, die dem Krippenwerk des Stellungnahmeschreibens mit persönlichen Buß- und Dankanliegen und Gebetsanliegen und dem Werk des Gebetes dienen, werden von Gott gesegnet werden. Wir werden von Gott in den Hauptstrom der Geschichte eingereiht. Vielleicht habt ihr eine Person, der ihr dient. Dieses Jahr fuhr ich jede Woche nach Koblenz, um dort das Zweierbibelstudium mit einer Seele zu führen. Ich war häufiger enttäuscht davon, dass die Hoffnungsträger, mit denen ich das Wort Gottes studierte, keine innere Kraft durch das Wort Gottes empfingen, um ihre gravierenden Lebensprobleme dadurch zu überwinden, sondern nur leicht reagierten, Gnade bekamen, aber dann alles verblasste. Dann fragte ich mich immer, lohnt es sich, sich für eine Seele wirklich einzusetzen, obwohl meine Kinder Abraham und Elisabeth zu Hause eigentlich auf mich warten, um eine gute Nachtgeschichte vorgelesen zu bekommen? Aber in dem Krippenwerk der unscheinbaren Hingabe liegt die Kraft verborgen, die ganze Welt zu verändern. Deshalb lohnt es sich, alle Mühen auf sich zu nehmen, um einer Seele zu dienen. Deshalb verpasst nicht das Privileg, liebe nächste Generation, für eine Person in die Krippe sich zu legen und ihr bis zum Ende zu dienen. Wir werden durch das Krippenwerk Jesu hier ermutigt, uns noch entschlossener für das jeweilige anvertraute Krippenwerk hinzugeben. Sei es das Einladungswerk, sei es die Gebetskreise oder das Zweierbibelstudiumswerk mit einer Seele. Wir können in dieser Weihnachtszeit Gott nur danken, dass sein Sohn zu uns hochmütigen Sündern in einer Krippe kam und uns selig gemacht hat. Zweitens, große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Jesus war geboren. Da erschien ein Engel
um die Bedeutung von Jesu Kommen überhaupt erst einmal zu erklären. Lesen wir einmal die Verse 10 bis 12 gemeinsam. Bitte. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, der Stadt Davids. Und das hat zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Binde gewickelt und in einer Krippe liegen. Die Hirten, die dies hörten, sollten sich nicht erschrecken. Der Engel wollte den Hirten die Botschaft der großen Freude verkündigen. Es war die Botschaft, dass der Erretter, auf den die Menschen so sehr gewartet hatten, nun endlich da war. Endlich war Weihnachten. Es war die Botschaft, dass der ewige Schöpfergott, der Himmel und Erde mit seinem Wort gemacht hat, seinen Fuß auf diese Welt setzte und in diese Welt kam. Dinge in dieser Welt können uns Freude geben, wie etwa heute ein super tolles Weihnachtsgeschenk oder ein erfolgreiches Jahr 2019 mit vielen, vielen Dankanliegen in unserem Jahresrückblick, nicht wahr? Wahre, große Freude gibt uns aber allein die Tatsache, dass Gott Mensch wurde. Warum ist das so? Das ist erstens so, weil Jesus erstens der Heiland ist, der uns heil bringt. Unsere Aussicht war es bis dahin nur gewesen, eine gewisse Zeit in dieser Welt zu leben und dann wegen unserer Sünde gerichtet zu werden und in die ewige Verdammnis zu gehen. Kein Mensch kann sich wie Münchhausen aus dem Sumpf seines Sündenproblems an den Haaren herausziehen. Kein anderer Mensch kann die Sünde seines Nächsten entsühnen. Aber Jesus wurde das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trug. Doch Jesus blieb danach nicht im Grab, sondern er stand von Gott aufgeweckt von den Toten auf. Durch seine Gnade sind wir von den Sünden errettet, haben eine Beziehung zu Gott und haben schon heute die große Vorfreude auf das Reich Gottes. Jesus ist zweitens der Christus. Gottes Heilsgeschichte geschah nicht einfach so, sondern sie geschah nach dem großen Plan Gottes. Christus bedeutet der Gesalbte Gottes. Jesus ist von Gott auserkoren und in die Welt gesandt. Er war lange Zeit vorher durch seine Propheten angekündigt. Jesaja prophezeite über ihn. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet. Und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Selbst der Ort seines Kommens war prophezeit. Micha 5,1 spricht: Du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. So konnten die Weisen aus dem Morgenland Jesus schließlich finden. Sonst würden sie heute beim Weihnachtstheater nicht ankommen. Als Jesus auf dieser Erde wandelte, erkannte ihn auch der Jünger Petrus als den Christus. Und er sagte: Du bist der Christus. Jesus ist drittens der Herr in der Stadt Davids. Er besteigt den ewigen Thron Davids. Er ist der König aller Könige. Das bedeutet, dass er in unserem Herzen regieren sollte. Er möchte gerne unsere Herzen in Frieden regieren. Um dieses Ereignis zu feiern, sandte Gott die Menge der himmlischen Herrscher. Lesen wir Verse 13 und 14 gemeinsam. Bitte. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Ehre Gottes
ist Gottes Selbsterniedrigung, dass er sich völlig entäußerte und als ein Baby in diese Welt kam. Die Ehre Gottes ist es, dass er seine Verheißung einlöste und seinen Sohn sandte. Dies bedeutet von uns, die wir Gott wohlgefallen, Frieden auf Erden. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden. Hiermit ist der Friede in den Herzen der Menschen gemeint. Ohne Jesus leben wir in Rebellion gegenüber Gott. Wir wollen gerne mit der eigenen Kraft und Vorstellung gerechte Menschen sein. Viele Menschen tun in dieser Weihnachtszeit wirklich alles, um sich nicht zu streiten, streiten sich dann aber bei der Familienfeier doch wieder. Aber in dem Baby in der Krippe können wir wahren Frieden haben. In der Tat haben alle Menschen in dieser Angst und sind voller Unruhe. Wir haben eine vage Angst vor der Zukunft. Wir wissen, dass wir schwach sind und versagen werden, aber wir wollen dies nicht zugeben. Aber indem wir unseren eigenen Kampf aufgeben und das Baby annehmen, können wir wahren Frieden schmecken, so wie dies die Weihnachtsbotschaft uns prophezeit. Wie feiern eigentlich weltliche Menschen überhaupt heute Weihnachten? Habt ihr eure Klassenkameraden einmal gefragt? Als ich ein junger Christ war, war ich erschrocken, dass die Disco meiner Heimatstadt plötzlich an Heiligabend geöffnet war und rappelvoll war. Sie war voll von jungen Menschen, die zu Hause ihre Geschenke bekommen hatten und nun nichts mehr tun konnten, als sich durch laute Musik und Alkohol voll zu dröhnen und alles zu vergessen, weil sie keine wahre Freude und Frieden im Herzen haben. Dieses Jahr Weihnachten habe ich gehört, dass besonders viele Horrorfilme im TV, im Fernsehen, über die Feiertage gezeigt werden. Sagt mir, wie kann man die Geburt Jesu Christi mit einem Horrorfilm feiern? Gleichzeitig wurde die Menge der Geschenke, die mein Arbeitgeber DHL ausgeliefert hat, dieses Jahr zum Vorjahr nochmals getoppt. Es zeigt die Leere der Menschen unserer Zeit, die sich, obwohl wir so viele Geschenke haben, einfach nicht füllen lässt. Nur Jesus allein kann dies tun. Möge Gott eure Weihnachten 2019 mit der wahren Bedeutung des Kommens Jesu segnen und euch Gottes überschwängliche Freude und Frieden durch unseren Heiland Jesus Christus schenken. Amen. Möge Gott uns helfen, mit den Augen Gottes auf die Geschichte zu schauen und das Krippenwerk zu lieben. Lasst uns beten. Vater, danke, dass Jesus als ein kleines Baby in diese Welt gekommen ist und sich so sehr entschuldigt hat, sodass wir stolze sind, da zu ihm kommen dürfen. Danke, dass wir in Christus den Heiland haben, der für unsere Sünde am Kreuz bezahlt hat und von den Toten auferstanden ist. Danke, dass du uns diese Weihnachten schenkst und uns erlaubst, große Freude und Frieden darüber zu haben und diese Freude und Frieden auch mit unseren Mitmenschen zu teilen. In Jesu Namen. Amen.